waren so viele so Klippenspringer hier im Bali. Ich glaube, da hat jemand Hosenscheiß nicht. So, Männer, jetzt zeige ich nur kurz die Unterkunft, die ich mir gemietet habe. Also, du kommst hier rein, dann hast du hier das erste Schlafzimmer. 9.500.000. Terima kasih, jetzt bin ich Millionär, Mann. Dann 9 Millionen indonesische Rupien. That's crazy. Max, we have 120 kg or what? Yeah, 160. So, schaut euch mal das so. Ist doch gerade ein bisschen was von Final Destination. Habe die Ehre aus Bali. Ich hab gedacht, ich starte jetzt das Video hier mit dem Sonnenuntergang. Wie heißt der Beach so gesehen? Uluwatu, Pada. Pater irgendwas, ich schreibe es euch unten rein. Irgendwas Pater Bam 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 Bim Bam. Ich weiß nicht, wie der heißt. Auf jeden Fall sind wir hier jetzt gestern in Bali angekommen. War ein bisschen turbulent mit der Unterkunftssuche. Ich zeige euch die Unterkunft dann auch noch. Ich zeige euch den nächsten Tag einfach mal ein bisschen was von Bali. Ich war schon mehrmals hier, aber damals war es so Backpacking-Style. Jetzt bin ich eher arbeitsbezogen hier. Und sage euch mal so, was kriegt man hier für sein Geld? Was kann man hier so essensbezogen erwarten? Kann man dem Ganzen hier so ein bisschen fitnessgerecht werden hier hinsichtlich Lebensmittelauswahl? Ich nehme euch einfach mal mit die nächsten Tage. Es gibt hier gerade übrigens was zum Essen. Der Pre-Workout-Mahlzeit. Haferflocken, Whey-Protein bzw. Isolat und Banane. Danach geht es das erste Mal hier in das Gym. Das werde ich jetzt sowieso heute oder morgen abfilmen. Wir werden da sowieso so eine Wochenmitgliedschaft abschließen. Und ja, dann sehen wir, was die nächsten Tage so bringt. Also schon mal mehr einschalten. Bis dann, habe ich die Ehre. Schaut her, die sitzen hier alle und schauen hier den Sonnenuntergang an. Also jetzt ist die Sonne schon untergegangen. Wir haben übrigens gerade gerätselt, wie hoch das sein könnte. Wahrscheinlich jetzt über Kamera schwer zu sagen. Wenn du so einen 10-Meter-Turm denkst, so vielleicht 20, 30. Sie hat gesagt 20 Meter, ich habe gesagt 40 Meter. Aber ich glaube, das ist eher so, ja, so 30 wahrscheinlich sind. Die gute Mitte, ja, das war interessant. Da waren es auch viele so Klippenspringer hier im Bali. Ich glaube, da hat jemand Hosenscheiß nicht. Ja, so einmal kurz den Sonnenuntergang jeden Tag genießen, neben dem Arbeitswahnsinn. Das ist schon viel wert. So Routinen sollte man sich einführen. Also muss jetzt nicht der Sonnenuntergang sein, aber einfach mal so einmal am Tag so eine halbe Stunde für sich durchatmen. Oder zumindest vielleicht mal irgendwie so Sachen einführen wie beim Essen, das Handy weglassen oder so Sachen. Das kann schon viel, auch mehr an Produktivität am Ende des Tages bringen, habe ich für mich festgestellt. Also eins ist ja wirklich eklig, das ist der Verkehr. Und schaut her, hier, Safety First, steht einfach so ein 2 Meter Stahlstock hinten, ohne irgendeine Sicherung hinten raus. Ich sag's dir, Alter. Da kriegst du ab und zu als deutscher Europäer hier einen Vogel. So, wir sind ja gerade beim Geldwechseln hier in Bali. Und jetzt passt auf, jetzt hat es mir einen Schalter rausgehauen. Ich war mir diese Währung nicht bewusst. 600 Euro sind ca. 9 Millionen indonesische Rupia. Ja, also 1 Euro sind 15.775 indonesische Rupia. Jetzt bin ich praktisch Millionär. I give you 15.950. So, 9 Millionen. 500.000. Okay, deal. Okay. Deal. Thank you. 600, ja? Yeah? Oder du bist ausgehandelt, der Maschinenberger. Immer verhandeln. Auch wenn ich Millionär war, bin ich nicht. Definitiv nicht. Aber ich werde immer versuchen, was rauszuhandeln. Das ist mir früh oft in Tschechei war. Da lernt man das, wie es handeln geht. 9.500.000. Kok Kum Krab. Thank you. You say in Thailand Kok Kum Krab. How you say in Indonesia? Thank you. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Yeah. Okay. You say, I say, sama-sama. Okay. Terima kasih. Jetzt bin ich Millionär, Mona. So schauen 6 Euro aus. Das sind 9 Millionen indonesische Rupien. Leck bitte am Arsch. So, Männer, jetzt zeige ich nur kurz die Unterkunft, die ich mir gemietet habe auf Bali. Hier ist übrigens der Roller. NMAX, der hat 2 Millionen indonesische Rupien gekostet im Monat. Das sind so ca. 125 Euro. Ja. Das hier ist ein Villa-Komplex. Ich habe das ja schon öfters gesagt. In Thailand heißt immer, in Thailand und Bali heißt immer alles Villa. Alles heißt immer Villa. Ja, das sind einfach ein bisschen größere Unterkünfte. Also, die schaut jetzt wirklich ein bisschen schöner aus. Und ich hätte es mir eigentlich auch nicht gemietet. Also, ein Lohr, da würde ich mir sowas nie mieten. Ein Lohr, da würde ich mir auch wirklich übelst günstige Unterkunft mieten, wo ich gerade mal so noch drin schlafen kann, weil ich dort wahrscheinlich ins Kaffee gehe zum Arbeiten. Also, weil wenn ich dann eine Unterkunft möchte, wo ich dann noch einen schönen Platz zum Arbeiten, dann kommen wir schon in eine Preisklasse rein, die deutlich höher ist. Aber
wir waren zu zweit hier und somit habe ich einfach eine schöne Unterkunft gemietet. Aber für mich allein hätte ich das Geld nie im Leben ausgegeben. Ja. Hier kommt man rein. Also ist schon cool. Ja. Aber ich finde immer, das schaut immer so cool aus, aber ich finde es irgendwie immer nie so gemütlich. Also die Räume sind immer relativ leer, finde ich, so in asiatische Räume, so von so Villen und Häusern. Ja. Also du kommst hier rein, ja, dann hast du hier das erste Schlafzimmer, also im zwei Schlafzimmer. Die Betten waren ganz in Ordnung, ja, die waren jetzt nicht besonders hart, aber auch nicht weich. Typisch asiatisch halt einfach. Dann hast du hier das Bad, ja, Toiletten. Badwand, ja, schau, das ist alles immer so ein bisschen kalt, finde ich, find's nicht. Ich finde das alles immer so, alles so ein bisschen so einen kalten Touch, also es ist einfach nichts herin, einfach irgendwie so, finde ich. Dann haben wir hier einen Pool, mei, ich sag's ganz ehrlich, das ist immer schön und gut. Ich gehe nicht einmal in so einen Pool rein, also ich mein, erstens wird der wahrscheinlich nicht so oft gereinigt und zweitens, mein Gott, wenn ich irgendwo ins Wasser gehen möchte, gehe ich an den Strand, ans Meer oder gehe in einen Beachclub, wird von mir aus Erfahrung noch eher selten genutzt. Ja. Deshalb weiß ich, wenn ich was mir allein bieten darf, brauche ich sowas eigentlich nicht. So, was wichtig war natürlich eine Küche, weil ich wollte mir selber kochen. Ich bin jetzt wieder einigermaßen back on track. Ja. Gut, der Bereich schön und gut, aber in Thailand draußen sitzen beim Arbeiten, am Tag ist es warm und auf der Nacht stehen die Stanzen. Also ist auch nicht jetzt von mir auf der Prioritätenliste ganz ungewiss, dass ich so einen Bereich habe. Ja. Hier ist die Küche. Ganz schön dunkel, aber braucht man sich beschweren, ist auf jeden Fall alles da. Ja, da man Herd, Mikrowelle, ist halt einfach nicht leicht. Also ich sag's euch, es ist nicht leicht, ein Airbnb zu gründen, das entsprechend eine Küche hat. Ja, und das war's eigentlich schon ziemlich. Auf die Nacht schaut das Ganze ziemlich cool aus. Da ist alles immer recht schön belichtet hier. Ja, aber wie gesagt, für mich allein war das viel, viel zu groß. Ja, braucht kein Mensch. Und das Ziel ist ja auch nicht, das muss man sich auch immer so überlegen. Weißt schon, du fliegst irgendwo hin, keine Ahnung, nach Bali, klar, möchtest du eine schöne Unterkunft haben, aber je schöner die Unterkunft ist, wenn es jetzt nur mit der Wohnlagenkomplex ist, desto mehr wirst du eine Zeit in der Wohnung verbringen und desto weniger schaust du dir vielleicht an. So ist meine Einstellung, vor allem wenn ich ein bisschen mehr Geld zahle. Also die Einstellung ist jetzt nicht gut, das sage ich nicht, aber so ist meine Einstellung immer. Ja. Dann haben wir hier noch komplett das zweite Schlafzimmer. Ja, das ist ein bisschen gemütlicher, finde ich. Da hat es einen kleinen Schreibtisch. Da habe ich jetzt meine Arbeit erledigt, immer notfalls, also Coaching in der Früh. Und da haben wir eben noch ein Bad. Ja. Und that's it. Das war's. Also, und der ganze Spaß kostet ca. 75 Euro in der Nacht. Das finde ich für so eine Unterkunft, auch für Asien, Kurzzeitmiete, nicht teuer. Ja. So, erster Lebensmitteleinkauf hier in Bali. Das ist kurz laut, hier geht's zu. Ich sag's euch, wir haben auf jeden Fall schon festgestellt, die Lebensmittel allgemein, also Lebensmittel beziehen hier, ist schwerer wie in Thailand. In Thailand ist aber schon immer alles sehr convenient. Jetzt machen wir den ersten Lebensmitteleinkauf. Wir haben vor, überwiegend selber zu kochen, aber auch was essen zu gehen. Und ja, dann nehmen wir euch jetzt mal mit und sagen, wo es das Ganze hier preislich so kostet. Du willst die Melone nehmen, ich werde wieder die geschnittene. Aber günstiger und man muss natürlich einmal irgendwie preislich schauen. 10.000 Rupien. Nochmal ganz kurz für euch. Ca. 13.775 Rupien Kurs heute an 1 Euro. Also ist das so ca. unter 1 Euro zur Wassermelone. Das hört sich noch am Thailand-Preis ungefähr. Ich weiß nicht warum, aber diese kleinen Bananen, die schmecken einfach immer brutal. Bist du mit der Bräune okay? Ich mag immer die überreif. Die hat gerade gesagt, das ist mit Sicherheit arschteuer, vor allem das Gemüse. Das haben wir in Thailand dasselbe Szenario. Das Gemüse in den Supermärkten ist wirklich teuer. Aber wir sind jetzt hier okay, wir haben wirklich eineinhalb Tage ziemlich turbulente Anreise hinter uns und wir werden die Tage sicher nur an einen einheimischen Markt gehen, um einmal euch das zum Zorn und zum Zweiten, dass wir günstig einkaufen. Aber jetzt geht es erstmal daran, den Erstproviant aufzufüllen, dass wir irgendwie kochen können. Das heißt, wir gehen jetzt hier das Übel ein und kaufen eventuell da Gemüse in Plastiktüten und mit wahrscheinlich prozentual schon teureren Preisen. Also die Scheiße, weißt du, wenn hier 300 Gramm Wassermelone in zwei Plastiktüten abpackt sind, das ist natürlich nicht optimal. Dann nehmen wir noch Süßkartoffeln mit. Normale Kartoffeln vertrage ich nicht, das ist so gut. Eigentlich müsste das immer kochen und dann damit ab in Airfryer. Airfryer haben wir jetzt hier nicht, aber wir haben es trotzdem irgendwie. Wir haben einen Ofen. Das heißt, wir können es ein bisschen knusprig im Ofen machen. Ich finde, wenn man die immer nur kocht im Wasser, dann schmeckt das immer so lätschert. Ja, und das ist halt immer das Problem in allen asiatischen Ländern, vor allem in Thailand, jetzt hier anscheinend in Bali. Es ist echt unglaublich schwer. Es ist sowas wie Magerquark oder sowas gibt es hier nicht. Dann gibt es teilweise diese Import-Supermärkte. Da ist ja teilweise so, die haben zwar
vielleicht ein Cottage Cheese, aber da zahlst du dann 16 Euro für das Ganze. Also das ist wirklich schwierig. Also dementsprechend kommt es dann darauf an, soll ich jetzt eher am Fett sparen in dem Joghurt oder soll ich eher am Kohlenhydrat, am Zuckergehalt im Joghurt sparen. Also kommt dann mal darauf an, zu welchem Zeitpunkt in den Joghurt ist. Aber in der Regel, wenn man jetzt rein kalorisch das betrachtet, würde ich versuchen, in der Regel eher am Fettgehalt zu sparen. Auch hier in irgendwelchen Ländern, wo ihr die Sprache vielleicht nicht lesen könnt oder wo vielleicht zu klar ist oder wo vielleicht gar keine Angaben drauf sind, kann ich euch empfehlen, nehmt mal mein Fitnesspoly. Das funktioniert überall. Scannt den Barcode und dann seht ihr in der Regel sofort, wo es dasjenige Lebensmittel auf einfachere Weise, wo es da entsprechend die Kalorien sind beziehungsweise wo es die Makros sind. Ja. Ja, jeder von unserer, meiner Klienten weiß, wir geben entweder mal hochmolekulare Wachsmalzstärke, Intra-Workout oder wenn ich heute hier an der Quelle sitze, beispielsweise in Thailand, kaufen wir frische Kokosnuss. Ich muss aber sagen, dass ich das Kokosnusswasser wirklich feiere. Also ich mag den Geschmack vom kühlen Kokosnusswasser im Training brutal. Das heißt, bevor ich mir irgendwie ein Zeigsreihe habe, wie irgendein Gatorade oder sowas, wie gesagt, entweder Wachsmalzstärke oder eben wirklich Kokosnusswasser. Möglichst dann, wenn es schon nicht in der Kokosnuss wirklich drin ist, also direkt von der Kokosnuss, dann schaue ich, dass möglichst wenig zusätzliche Inhaltsstoffe drin sind. So, also bei uns zeigt ja jeder diesen Cream of Rice Reis. Das gibt es natürlich nicht. Wenn, also in so Ländern wie Bali und Thailand gibt es das nicht. Wenn ihr sowas dann unbedingt braucht oder wollt oder wie immer, da müsst ihr einfach immer bei der Babynahrung schauen. Und ist meistens halt auch ohne irgendwelche Zusatzstoffe. Ja, mal bei Babys schauen halt noch am ehesten, dass keine Zusatzstoffe drin sind. Zum Beispiel, sofern ihr diese B-Bas-Gluten habt, hast du wahrscheinlich kein Gluten. Das ist halt auch was. Ich sag's euch ab und zu als Europäer, als Deutscher hier in thailändischen, asiatischen Ländern kriegst du einen Vogel, weil die halt alles so extrem langsam machen. Da bin ich ab und zu wirklich froh, dass ich entsprechend in Deutschland aufgewachsen bin. Okay, 745.000. Yeah. Okay. So, ist jetzt auf jeden Fall nicht so viel, zumindest nicht an Gemüse, was wir hier gekriegt haben. Und wir haben leider auch überhaupt keine Proteinquellen. Also Fleisch, Fisch gab es hier nicht. So, nächster Versuch. Du weißt ja nie, ist es ein einheimischer Markt oder ist es eher so ein Importmarkt, weißt du? Und das ist natürlich immer der riesen Preisunterschied. Der Supermarkt ist leider flop hier. Hier gibt es weder Fisch noch Fleisch noch irgendwas. Aber wir haben hier Peanut Butter gefunden. Und da müsst ihr einmal schauen, das habe ich im letzten Video schon gesagt, wenn ihr mir das zeigt, dann kauft es, weißt du schon. Das ist voll mit Palmöl und Zucker. Genauso wie das Granola. Zeigst. Da steht dann vielleicht noch drauf High Protein. Bei sowas schaut es immer natürlich die Inhaltsstoffe an. Möglichst alles naturbelassen. Unverarbeitet und naturbelassen, da könnt ihr meistens nichts falsch machen. Und jetzt habe ich hier was Perfektes für Postworker gefunden. Ich glaube es ja nicht. Glutenfrei das Ganze. Marshmallow Fruit. Also das schaut alles andere aus als frei von irgendwelchen Artificial, aber da steht drauf Natural and Artificial Fruit Flavors. Also hilft nichts, ist auf jeden Fall das Beste, was ich gefunden habe. Hier geht es der Postbäcker, da geht es darum, dass ein möglichst geringer Fettanteil ist und relativ hoher Kohlenhydrat bzw. Zuckeranteil und möglichst wenig Ballaststoffe. Das heißt, das nehmen wir mit. So, letzter Supermarkt Nummer 3 und jetzt sind wir endlich an einer Fleischtheke fündig geworden. Also nicht jeder Supermarkt hat hier Fleisch- und Fischtheke oder gefrorene Waren. Jetzt hast du normalerweise immer 60, ihr habt immer das Hackfleisch mit ca. 20-25% Fett. Und in der Hackmager gibt es eigentlich echt selten. Meistens frage ich sie dann, ob es eher das magere Fleisch, also das Filet, durch den Fleischhalftrat. Ja. Meistens machen sie es auch. Also wir nehmen jetzt hier nur mit Rindfleisch. Ich schaue, dass ich 2-4 Mal in der Woche Rindfleisch ist. Dann nehmen wir Hähnchen mit und das meiste für mich Fisch. Den esse ich am liebsten und ich verdaue am besten. No, that's it. Wir haben ein Schmuckstück gefunden hier. Coconut Almond Butter. No Palm Oil. So, so schaut's aus. Das ist der gesamte Einkauf. Proteinquellen haben wir primär. Einmal Hähnchenhack, Rinderhack, normales Händel. Dann haben wir Lachs, Gurken, Brokkoli, Paprika. Also einfach die gängigsten Sachen. Dann so ein paar Sachen fürs Oatmeal. Das ist natürlich am teuerigsten. So Coconut Almond Butter Zeug. Das ist natürlich auch Import. Das ist halt schon schweinsteuer. Dann haben wir ein paar so Sachen wie Kokosflocken. Das ist allgemein teuer. Dann so diese Bonduelle. Ja, diese Kichererbsen Zeug. Das ist teuer. Das sind natürlich alles Sachen, die kannst du normalerweise hier in einem Markt kaufen. Mit Sicherheit deutlich günstiger als die Fahrriebel. Ja. Also ich habe jetzt die 3 Rechnungen aufgeht, weil letztendlich haben wir in 3 Supermärkten fahren müssen. Sowas wird in Europa, in Deutschland, in Thailand auch nicht passieren, dass du für die Lebensmittel in 3 Supermärkte fahren musst, um die wirklich so zu kriegen. Wobei ich genau das von Bali vorher gehört habe. Ich habe gehört, Lebensmittel, Besorgung, Anschaffungen ist hier alles nicht so einfach vergleichbar mit beispielsweise Thailand. So, die 3 Rechnungen aufgibt von 3 Supermärkten. Ich kalkuliere jetzt mal schnell durch, was das war. Natürlich ist das für euch auch schwierig abzuschätzen. Ja, gut. Jetzt habt ihr hier einen Wert an Summe, was hat das Ganze gekostet. Aber ich glaube, man kann schon mal grob erahnen, Leute, die zum Beispiel Erfahrungswerte haben von Amerika, von USA, in Deutschland, wo es so eine Menge an Lebensmitteln kosten darf. Und ich rechne es euch jetzt kurz aus, rechne es um, weil das sind natürlich immer heftige Summen. 745.000 Baht, Rupia, indonesische. Max,
You have 120 kg or what? Yeah, 160. It's really painful. Can you compare that to going into a real ice bath where you have to freeze, right? That you can struggle the pain? It's similar from the approach, but it's still different. Because here it goes straight to your nerves. Oh. The ice bath is like, that just touches your skin. Okay, it cannot go as deep as this. Okay. Because it's like really, it's like similar to acupuncture to some extent. Going straight to the point. Uh-huh. So if you compare this with ice bath, because I love ice bath, I can stay at 20 minutes in ice bath. But here, I barely get 2 minutes. Yeah. It's a different feeling, a different sensation. And it's triggering literally everything in the body. Like, you feel the blood, like you're feeling the blood is erupting like a volcano. So yeah, for me it's really painful. I'm barely making 1 minute nowadays, barely. You make 2 minutes in this? My record is 5 minutes. I know people... You do 5 minutes? Yeah, but it was pain, it was pure pain. Shit. But this is... I mean, if you want to be aware of yourself, what is really bothering you, and how to control your emotions, just stand on this. Like, the technique of it is basically to stand, make people stand more than an hour, or up to an hour. What happens? You become aware of all your complexities, of all mental obstacles, patterns, and you start to releasing them. And obviously this happens through tears, scream, pain that you're experiencing, but you release it. And I'm not talking something your girlfriend broke up last month, you know, traumatic shit, getting out of your body. It's a spiritual experience. Cool, thanks. Erstes Auswärtsessen hier in Bali. Ich gebe euch mir einfach nur mal so eine grobe Preisvorstellung, was das hier kostet. Ich würde jetzt mal behaupten, es ist relativ günstig. Also ich habe jetzt hier wieder eine Spezialbestellung gemacht, weil ich einige Sachen nicht essen konnte. Das heißt, ich habe jetzt hier bestellt 2 Portionen Quinoa, Hähnchen, dann Roasted Pumpkin. Aber ich vergleiche es jetzt mal so mit der teuersten Bowl, die sie im Angebot haben, diese Fitness Junkie Bowl hier auf der Menucard. Die kostet 140.000 Rupien. Das sind so 8,30 Euro. Ja, das geht, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Dann haben wir hier einen Cappuccino mit Almondmilch. Der kostet ca. 30.000. Das sind so ja, 1,90 Euro. Und dann haben wir hier so ein Peanut Butter Bowl. Das ist ganz üblich für Bali. Gibt es überall diese Bowls. Und die kostet 70.000. Das sind so ca. 4,30 Euro. Also, wenn man es jetzt mit deutschen, europäischen Verhältnissen vergleicht, dann ist es auf jeden Fall günstig. How much you pay for the omelette, do you know? So. Max have an omelette and he bring the oats with him. 200 grams oats and 6 omelettes. I think if the omelette is really cheap, it's 45,000. So it's not even 1.50 euro. That's definitely cheap. By the way, this is my post-workout meal. Aha. Yo. Thank you. Dragon fruit. Yeah. Dragon fruit. But the color is. Water with dragon fruit. It says. Thank you. What did it cost? Okay, wir sind jetzt hier im nächsten Restaurant. Das ist ganz praktisch. Das ist so eine Salatbar, wo du dir so selber die Lebensmittel zusammenstellen kannst. Das ist ja für jemanden mit 25.000 Intoleranzen perfekt. Und ein Nachtrag zu vorher. Das Ganze hat dann beim Bezahlen kam ein Service-Fee drauf. Und das Ganze hat 490.000 Rupien gekostet, das sind so ca. 31 Euro. Also für diese Peanut Butter Bowl, für meine Bowl da mit diesem Quinoa und mit diesem Fisch und so und für Max sein Omelette, dann haben wir noch 2 Kaffee dabei gehabt und das war's eigentlich, ist das echt teuer. Also 30 Euro für das, für asiatische Verhältnisse, würde ich schon als teuer bezeichnen, jetzt im Vergleich zu Thailand. Und jetzt haben wir hier aber mit dieser Salatbar, haben wir eigentlich ein
ihren richtigen Gegenspieler gefunden. Jetzt sag ich mir ganz kurz, beide zusammen haben ungefähr 13,50 € gekostet, so 220.000 Rupia. Und wir haben die gleichen Ingredients ungefähr genommen. Das heißt, also pro Bowl so circa 7 Euro grob geschätzt. Also das ist wirklich in Ordnung und das erinnert mich fast an diese Bowl, die ich im letzten Video von mir gesehen habe, von Kopangan. Also da kommen die Preise schon auf jeden Fall mit Thailand vergleichen. Auch von der Größe her lässt sich das gut vergleichen. Es ist wirklich eine gute Portion. Also da wird man mehr als satt von dem Ganzen. Man muss da dazu sagen, das Restaurant schaut, es wirkt ein bisschen kleiner und heimischer als das Lokal von vorher. Ja. Also dahingehend spiegelt sich wahrscheinlich auch der Preis wieder. Also haben wir jetzt hier drin Hähnchen, Thunfisch, also zwei Proteinquellen. Dann haben wir drin Brokkoli, Quinoa, Tomaten, Pumpkin, Zwiebeln. Das Getränk war dabei und das Ganze liegt dann so ungefähr bei so 6,50 bis 7 Euro. Und warum ist das Ding? Wegen der Dragonfruit. Schmeckt das? Ja. Mal probieren. Und sie hat fast dasselbe, nur sie hat eine Sauce drüber, also Currysauce. Ich habe hier Olivenöl genommen. Und das ist auch sehr positiv, weil hier waren sie auf jeden Fall nicht sparsam. Das sind 20 Liter Olivenöl ungefähr. Ja. Also, man kann hier auf jeden Fall zweites Auswärtsessen hier. Und man kann hier auf jeden Fall preiswertes Essen finden. Was wir definitiv anscheinend bisher nicht gefunden haben, ist irgendein Restaurant, das nicht direkt an der Straße ist. Ich hätte es. Aber macht nichts. Wir können uns ja nicht beschweren. Tanken auf Bali. In den Roller gehen rein. 6,7 Liter. Und das Ganze kostet 90.000 Rupia. Das sind so circa 6 Euro, oder? 5 Euro. Naja, kein direkter Vergleich. Auf jeden Fall nicht so teuer wie bei euch in Deutschland. So, schaut euch mal das so. Es ist doch auch ein bisschen was von Final Destination. Schaut euch mal das so. Leck mich doch am Arsch. Der Typ, oder? Wir sind hier aufgestanden um 5 Uhr und wir fahren halt an einen, laut meines russischen Freundes hier, einen sehr energetischen Kraftplatz hier in Bali. Max, what's the name of the place? We're going to Kintamani. Kintamani. That's crazy.